denke ich, wenn ich Olympische Spiele höre. Sicher an ein grosses Highlight, an einen Kindertraum. Als kleines Kind, wo man natürlich auch schon wollte, Skifahrer werden, hat man die Olympischen Spiele im Fernsehen geschaut und es war immer ein Traum, dort dürfen teilzunehmen und natürlich auch erfolgreich zu sein. Präsent aus der Kindheit, ja, ich glaube, da gibt es natürlich auch aus Skifahrersicht der Hermann Meyer. 1998 in Nagano mit dem Riesensturz in der Abfahrt. Das war sicher ein prägendes Ereignis, eigentlich, wo man sicher geblieben ist. Und vor allem, dass er nach dem Sturz eigentlich immer noch aufgestanden ist und dann noch zweimal Olympiasieger geworden ist, war schon sehr eindrücklich. Das war Sochi 2014. Das war sicher für mich ein prägendes Ereignis. Das erste Mal dürfen dabei sein. Und ja, ich war sicher ein bisschen überfordert gewesen, mit allem drumherum, nicht ganz klar gekommen, krank geworden oder dazu. Und die Resultate sind eben auch dementsprechend mässig ausgefallen. Meine persönlichen Highlights eigentlich, ja, die waren sicher bei der letzten Olympiade, wo ich zwei Medaillen durfte gewinnen. Die erste Bronzemedaille in der Abfahrt, die sicher ein bisschen erwartet wurde, wo ich, ja, aber auch nicht selbstverständlich war, dass sie doch gewinnen konnte. Aber von der war man sicher zufrieden gewesen, aber irgendwie gleich habe ich schon gemerkt, dass es auch eine kleine Enttäuschung da gewesen. Und eigentlich am Tag darauf, im Super-G, wo von mir niemand etwas erwartet hat, konnte ich noch eine Silbermedaille holen. Und das war sicher sehr eindrücklich gewesen, weil eben die Medaille oder die Sachen, die man einfach holt, die nicht erwartet werden, die kann man nachher noch fast mehr geniessen als die anderen. Von Peking, da weiß ich wahrscheinlich gleich viel wie 99% von allen anderen noch. Also sprich nichts. Sicher, es wird ein bisschen Sachen herumgeredet, aber ich glaube, das sind sehr viele Spekulationen. Weil jetzt mit Corona und der ganzen Situation ist es halt sehr schwierig gewesen. Und dass ich einfach, ja, sehr wenig Leute dort drin war, konnte das Ganze anschauen. Wir hatten keinen Hauptbewerb, also wir hatten kein Probe-Event. Und ohne die ganzen Sachen sind für mich das eigentlich Spekulationen.